Junkers. Wärme fürs Leben. Sie wollen mehr über die Montage unserer neuen Flachkollektoren FKT2 wissen? Wir zeigen Ihnen jetzt, wie einfach es dank innovativen Steckverbindungen und einem simplen Imbusschlüssel geht. Außerdem sind die neuen Flachkollektoren dank Fiberglasrahmen nicht nur stabil, sondern zudem leichter zu tragen. Schauen Sie uns einfach über die Schulter. Lesen Sie zuerst die Anweisungen und Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für Arbeiten auf dem Dach. In diesem Film wird die Montage auf einem Dach mit Sparren, Querlattung, Unterspannbahn und einer Bedeckung mit Pfannen demonstriert. Für die Montage brauchen Sie nur wenige und leicht zu montierende Elemente. Die Dachhaken, die Profilschienen, die Abrutschsicherungen sowie den Anschlusssatz und Befestigungsteile für die Montage. Der erste Schritt ist das Einmessen auf dem Dach. Dabei sind vor allem die notwendigen Abstände um die Kollektoren wichtig. Die Position der Befestigungspunkte ist flexibel und richtet sich vor allem nach den Wellentälern der Pfannen. Überprüfen Sie vor der Montage unbedingt die Tragfähigkeit des Daches. Vor allem der Zustand der Dachlatten im Bereich der Befestigungspunkte muss genau kontrolliert werden. Bereiten Sie als nächstes die Montageteile vor. Das Dachhakenunterteil muss einfach nur umgedreht werden, damit Sie es einhängen können. Wenn Sie den Haken an einer Dachlatte festschrauben wollen, müssen Sie das Unterteil nach hinten montieren. Die beiden Profilschienen werden mit dem Steckverbinder einfach zusammengeklickt. Sie können auch bereits die Abrutschsicherung befestigen. Wenn alles vorbereitet ist, kann es losgehen. Sie werden sehen, mit wenigen Handgriffen ist alles erledigt. Als erstes werden die Dachhaken an einer Dachlatte eingehängt. Schieben Sie die untere Schiene hoch, sodass sie an der Dachlatte anliegt. Dann wird die Sechskantmutter angezogen. Beim Zuschrauben müssen Sie darauf achten, dass die Unterlegscheibe richtig in der Verzahnung sitzt. Das war's. Es sind keine weiteren Befestigungen nötig. Am besten reißen Sie dann die Position der Halterungen an den Pfannen an und klinken diese aus, bevor Sie sie wieder an Ihre Position schieben. Dann sitzen die Pfannen perfekt und das Dach ist regensicher. Jetzt werden die beiden Profilschienen befestigt. Fixieren Sie die obere und die untere Profilschiene vorerst nur leicht an den Dachhaken und richten Sie diese dann parallel aus. Die Winkel müssen 90 Grad betragen. Dann sitzen die Profilschienen richtig und können fest angeschraubt werden. Setzen Sie dann noch die Kollektorspanner auf der rechten Seite ein. Das war es schon. Jetzt können Sie die Kollektoren montieren. Im Transportschutz finden Sie sämtliches Zubehör für die Verbindung zwischen den Kollektoren übersichtlich verstaut. Für die Vormontage muss die Fühlerdurchführung für den Kollektorfühler oben sein. Jetzt wird auch die Lage der Anlagenanschlüsse festgelegt. Der Rücklauf muss unten sein, der Vorlauf oben. An den Anlageanschlüssen wird je ein Wellrohrverbinder montiert und ebenfalls mit einer Klammer gesichert. Bringen Sie den rechten Kollektor auf das Dach, legen Sie ihn auf die Profilschienen und lassen Sie ihn langsam in die Abrutschsicherung gleiten. Der Kollektor ist aber erst belastbar, wenn er mit allen Kollektorspannern festgeschraubt ist. Schieben Sie den Kollektor vorsichtig an den Kollektorspanner und schrauben Sie diesen dann fest. Dann wird der beidseitige Kollektorspanner in die Profilschiene eingesetzt und bis zum Kollektor geschoben, aber noch nicht verschraubt. Bringen Sie anschließend den linken Kollektor auf das Dach, legen Sie ihn auf die Profilschiene und lassen Sie ihn wieder langsam in die Abrutschsicherung gleiten. Schieben Sie den Kollektor nach rechts an den Kollektorspanner und verbinden Sie dabei die vormontierten Wellrohrverbinder mit dem linken Kollektor. Im doppelseitigen Kollektorspanner sehen Sie vier Öffnungen. Erst wenn sich alle vier mit Grün gefüllt haben, sind die Kollektoren richtig zusammengeschoben und der Kollektorspanner kann festgeschraubt werden. Sichern Sie dann noch die Anschlüsse mit den Klammern und dämmen Sie die Verbindungen mit der UV-beständigen Wärmedämmung. Dann werden links die einseitigen Kollektorspanner montiert. Stecken Sie zum Abschluss eine Verschlusskappe auf die nicht genutzten Anschlüsse und sichern Sie diese mit einer Klammer.
Damit sind die Kollektoren belastbar befestigt und die Montage ist abgeschlossen. Nun fehlen nur noch die Anschlüsse an die Anlage. Nehmen Sie dazu eine Dachpfanne heraus, machen Sie einen Trapezschnitt in die Unterspannbahn und setzen Sie eine Pfanne mit den Dachdurchführungen ein. Unten verfahren Sie genauso. Schließen Sie die Anschlussschläuche rechts oben an den Vor- und rechts unten an den Rücklaufanschluss an und fixieren Sie diese mit der Klammer. Zuletzt muss noch der Fühler montiert werden. Dieser wird einfach oben in die Fühlerführung 25 cm bis zum Anschlag eingeschoben. Überprüfen Sie zur Sicherheit abschließend bitte noch einmal alle Schlauchanschlüsse und Befestigungen. Damit sind die Dacharbeiten abgeschlossen. Jetzt kann der Anlagenanschluss im Haus beginnen. Nachdem die Hausanschlüsse ausgeführt sind, sollten Sie vor Abbau des Gerüstes noch eine Druckprüfung durchführen. Sie sehen, die Montage ist mit wenigen Handgriffen erledigt und das geringe Gewicht unserer Kollektoren macht es Ihnen zusätzlich leicht. Junkers – Wärme fürs Leben.